Warte, was machen wir jetzt? Wir gucken erstmal, wie viel Geld wir haben. Passt eine Viertelmillion, ne? Autos. Wir gucken mal, was wir so kriegen. Ja, möchte ich. Kann ich eben gucken in der Ladezeit, was meine Freunde, weil ich glaube, ich kriege Ärger. Ah, nee, ging gerade noch gut. Komm, wir schicken ihr ein Bild zurück. Und ihre Mama guckt auch zu, habe ich gerade gesehen. Dicken Kuss. Automesse, Auto kaufen, kaufen und verkaufen. Verkaufen. Fuhrpark ist meiner, genau. So, also wir haben 232.000. 232.000. Was brauchen wir denn? Wir brauchen eigentlich was wir auch in der Realität auf dem Channel umbauen können. Ne? Also Audi, was gibt's denn so für geile Audis? RS4 kostet 150 Steine. Boah. Wie können wir, ihr könnt mal, die Moderatoren können mal selbst ein bisschen abstimmen, weil es gibt so viele Autos, was man jetzt, ich wusste es. Im Chat geht's gerade volles Rohr los, was man kaufen kann. Das würde cool sein eigentlich, weil wir haben sowas. 175, dann ist so viel Geld weg auf einmal. RS2 kostet 50. RX7, 350, ey, das explodiert hier gerade. BMW. Ein M4 haben wir geschenkt bekommen. Das wäre eine günstige Nummer, können wir also immer noch on top machen. BMW V10, 1er M, E39 M5. Geil. Das will ich nicht angezeigt. Ach, guck mal, haben schon welche umgebaut hier. Was kostet der? 180. E36 kostet nur 35. Können wir uns vormerken? Was kostet ein E30 M3? 70. E36 M3 finde ich ja nicht so falsch. M1, 585, da sind wir noch nicht. Bugatti 3 Millionen sind wir auch. EB110, 1,7. Oh, was machen wir denn jetzt? Can-M da oben, Kette M, Chevrolet. Nee, machen wir jetzt auch nicht. Datsun. Kein 240Z, das ist schwach. Finde ich schon. Nein. Dodge. Ferrari? Nee, ne? Das ist lame. Ford wollen wir auch nicht jetzt. Formula Drift, die habe ich ja alle, ne? Die sind alle gratis. Krass. Was meinst du, was hier für eine Randale machen kannst mit den Dingern? Hm, da ist ein 240Z. Nice. Das ist ziemlich schicki. Geil, was war denn nochmal gekostet? Ah, Umfrage ist raus, da läuft sie. Okay, was ist das? Audi, VW, okay, die Marken zumindest schon mal. BMW ist da auf 1. Ja, während die Umfrage läuft, BMW hat schon gewonnen, 47%. Ich muss schon wieder, ich bin gleich zurück. Ey, rein theoretisch muss ich sogar an die Wäsche, aber ich habe jetzt keinen Bock, dann kriege ich gleich Ärger. Scheiße. Welchen BMW? Ah, geil, ja, also richtig, richtig gut. Nächste Umfrage. BMW E36, E39, M4, E60, M5. Anderen, okay. Gucken wir mal. Wir können schon mal auf BMW gehen. Ich muss aber an den Trockner, ich muss gleich Wäsche machen. So, Z4, nein. M2, nö. E36. Wie sieht denn der so aus hier? Wo ist er denn? Da ist er. Oh, geil. Gewonnen hat. Nee, E36 läuft noch. Aber E36 wird's, denke ich mal. Okay, E36 hat gewonnen. Also, wir kaufen den E36. Kein Ding. Bin ich zufrieden mit. Oh. Also einen weißen E36 M3 Coupé M3, das, da, puh, ich ja schon viel für geben. Wir lackieren ihn da eh um, ne? Oh, wir können jetzt schon Farbe bestimmen. So wie so ein GT, weißt du? Da gibt's ja hier Sondermodell. Aber machen wir jetzt nicht. M3 GT. Oder Avus Blau. Oh, guck mal, aus wie unser. Nee. Aber Camouflage würde ich auch gerne mal sehen, wie das aussieht. Nee. Finde ich ganz cool eigentlich, ey. Boah, schwer, ey. Ich glaube, grün kommt ganz gut auch bei euch an. Bei mir ist ja grün immer gut. Ich finde grün immer schick. Nur welches grün? Das finde ich eigentlich ganz schicki. Das ist zu dunkel. Nein, das ist zu schlammig. Ja. Nee. So? Das ist, glaube ich, so wie British. Ja. Doch, das sieht gut aus. Können wir umlackieren. Autogutschein nutzen, noch einen Gutschein übrig. Nein, ich nehme natürlich für ein teureres Auto. Der Gutschein funktioniert bei jedem Auto? Krass. Jedes? Boah, das ist krass. Und dann kann ich ihn noch verkaufen? Nein, ne? Dann kann ich nicht verkaufen. Okay. Wir haben ein E36 M3. Lackierung lassen wir erstmal so. Also,
natürlich muss das Fahrzeug erstmal tiefer und kein Driftfahrwerk. Ich hab's verstanden. Also. Das wäre Drift. Das ist schon echt gut. Das wäre schlecht. Das wäre selbst in Dortmund nicht legal. Guck mal, wir haben 197 Mille noch. Geil. Große Bremse brauchen wir jetzt auf alle Fälle. Oh, geil. Drauf. Stabis brauchen wir. Renn, Front, Stabilis. Nur Front? Wieso denn nur Front? Wir brauchen alle vier. Alle zwei Stabis. Auch. Auto muss leicht. Wie viel haben wir Gewicht raus? Ah, scheiße. ...258 Kilo leichter. Beim E36. Das ist gut. Hui, das ist echt gut. Hat mal Einstellung... ...verwalten Motor. Ist nicht echt... Nein. Das ist kein E36 Sound. Ah, da. 1174 Kilo wiegen wir. Mhm. Okay. Käfig machen wir rein. Weil macht man so. Ach, da ist der andere Stabi. Boah, es wird teuer, glaube ich, heute, Leute. Was kostet der Stabi? 12 Mille? Ne, insgesamt 12 haben wir schon auf Verrechnung. Okay. Ich dachte schon, Alter. Okay, was machen wir jetzt hier? Kupplung. Mhm. Da haben wir eine Sintermetallkupplung. Die ist natürlich sehr ruppig, aber es ist ein Videospiel. Und da haben wir eine Mehrscheibenkupplung. Nur der Preisunterschied. Natürlich ist es die Mehrscheibenkupplung. Bitte sehr. So, Getriebe. Das ist aber viel. Seriengetriebe. Sportgetriebe. Mhm. Was heißt das? Renngetriebe. Aha. Aha. Renngetriebe 9-Gang, 8-Gang, 7-Gang, 10-Gang. Renngetriebe. Handling wird schlechter. Dann machen wir nur das Renngetriebe hier. Ah, nee, da waren Zeiten angeblendet. Oh. Zeiten eingeblendet. Also, nee, die sind alle gleich. Alle gleich schnell dann, okay. Kardanwelle. Einmal aus Alu, denke ich mal. Und dann eine aus Carbon. Natürlich nehmen wir die aus Carbon. Sperre. Sportdifferenzial, Renndifferenzial, Offroad-Differential, Driftdifferenzial. 10-Gang Fast and Furious Getriebe. Rallye-Differential. Nee, wir nehmen das Renndifferenzial. Oh, das wird ein teurer Umbau, Jungs. Ich sehe es kommen. Motor. Erstmal braucht er eine Pusteblume, ne? Wir antriebswechseln. Allrad. Ein Allrad angetrieben E36. Nee. Haben wir andere Motoren an. Also wir hätten jetzt den Serienmotor als 3,6er. Dann haben wir 2,6 Liter Twin Turbo. Nein. 4 Liter V8. Nee. Nee. Wir bleiben beim Serienmotor, ne? Mhm. Und jetzt Luftzufuhr. So, sollen wir Turbo oder nicht Turbo? Weil damit er natürlich vom Fahren her, ich bin so einen aufgeladenen E36 mal gefahren, das fährt richtig schlecht. Das hat kaum Traktion. Aber ich sehe schon Turbo, weil Videospiel. Okay, Turbo ist drin. Jetzt brauchen wir Luft bis zum Umfallen. Ich schalte mal hier unten. Also 307 kW. Kann man nochmal umschalten auf PS? Ah, geil. 0,105 Sekunden. 0,100 sind wir jetzt, also 97, also wegen Meilen, sind wir bei 5 Sekunden. Turbo, ja, okay. Querbeschleunigung, das ist jetzt uninteressant erstmal. 5 Sekunden sind wir da. Okay, der kommt rein. Düsen, riesengroße Kanülen brauchen wir. 321 kW sind wir schon mal. Rein. Sind immer noch bei 5 Sekunden auf 100. Kerzen, was ist das denn für ein Ding? Steckst du da Schraubendreher rein oder was? Ist auch nicht eine Kerze, oder? Auch rein. 332 kW. Immer noch 5 Sekunden auf 100. Richtigen Ballermann drunter. 347 kW, jetzt kommen wir aber schon runter. Und immer noch. Nocken auch, ja, alles hier. 308 Grad mit Turbo, alles was geht.
Kopf auch riesengroß, NG-Performance, scheppert uns da einen riesengroßen Kopf drauf. Block auch, hier Billet-Block, alles dabei. Was kostet der? 3.200, wenn du einen Billet-Block für 3.200 kriegst, ne? So ein Billet-Block kostet mal ganz entspannte 20, 25.000. So, so, dann Kolben Pleuel, ja, 15k Reno, genau. Wir machen ihn nur stabil. Also, wo sind wir denn hier? Jetzt Lader. Wir sind schon jetzt bei 459 kW und 650 Newtonmeter. 4,9 Sekunden erst. 534 kW. Wir machen mal an. Oh. Schön. Okay. Wir brauchen noch einen riesengroßen, fetten Ladeluftkühler. Den größten, den ihr habt. Öl. So, hier haben wir eine Trockensumpfschmierung. Da wird die ganze Ölwanne wird demontiert. Und dann kommt da ein Saug und eine Druckpumpe rein, die dann das Öl wegzieht und oben reinspritzt. Deswegen haben wir auch diesen kleinen Tank. Seht ihr diesen kleinen... Kann ich da mit der Maus rein? Seht ihr die Maus? Seht ihr eigentlich meine Maus hier? Ja, ne? Seht ihr die Maus? Nein. Oh, okay. Genau, das Öl ist dann nicht mehr in der Ölwanne unten drin, sondern in diesem kleinen Tank, der da drin ist. Den brauchen wir also auch. Und dann brauchen wir einen Schwungrad, was gefühlt 1 Gramm wiegt. So, jetzt will ich mal gucken, wo sind 53.000 Gusser Umbau schon? 567 kW, 747 Newtonmeter. Und wir sind immer noch bei 5 Sekunden. 370 km Topspeed, Alter. Pa. Okay. Ich glaube, das liegt daran, weil unsere Reifen so schlecht sind, ne? Also Motor haben wir gemacht, Bremse, Fahrwerke haben wir gemacht, das Ding ist leicht. Antrieb, das, dies, das haben wir schon gemacht, ne? Ja. So, jetzt, pass mal auf. Front. Okay. Finde ich aber immer geil, ne? Also, da werden wir noch viel Diskussion kriegen, ich finde es immer cool. Bitte nicht so assi. Assi. Ja gut. Wo ist denn da ein Spoiler? Oh, Leute, Leute, Leute. Sieht das scheiße aus. Oder? Nein, wir machen Original. Ich hätte gedacht, bodymäßig geht es hier voll ab. Okay, Räder. Habt ihr schon eine Idee? Was könnte man denn Geiles machen? Das wäre in echt auch ziemlich geil. Scheiße, Mann. Aber so normale BBS gibt es hier gar nicht, ne? Doch, ich weiß, was wir machen können. Wäre cool. T37, immer gut. Mehrteilige sind die auf so einem Auto gerne gesehen. Was haben wir da denn? BBS E55. Das wäre ganz geil. Die Reifen, da müssen viel größere Felgen drauf, ne? Nee, feiere ich gerade nicht so. Auch nicht. Ja, die meinte ich eigentlich. Die in groß. Das ist das Rad, was ich damals auf dem Porsche drauf hatte. Das kann ich mir ganz gut vorstellen. Wir machen das einmal und können ja noch umlackieren. Pass auf, weil wenn du die nämlich jetzt groß ziehst, das ist ein bisschen 20, ist ein bisschen heavy. 18 wäre auch schon nicht klein. Ich finde die 19er ganz gut jetzt eigentlich. Sieht aber nicht so geil aus, ne? So, machen wir mal. Das war ja so teuer, ne? 2,4 geht. Ah, da sieht man das sogar richtig. Man sieht richtig, guck mal, innen, guck mal vorne auf der Innenseite der Felge. 2,55 vorne wäre schon krass bei einem E36. Und 2,75 hinten. Okay. Ah, jetzt können wir mal gucken, ob die Beschleunigung sich gebessert hat. 4,9 Sekunden ist 362 km/h mit der Power. Okay, wir haben das, wir haben das, wir haben das. Jetzt ändern wir den Reifen. So, 4,9 Sekunden. 4,91, 4,83, 4. Okay, 3,9, 3,9, 4,5. Okay. Ah, das ist ein Driftreifen. Ne, das macht wieder nur Stress. 4,9. Was? Ach, Dragreifen. 2,1 Sekunden.
Okay. Das glaube ich nicht. Wir bleiben mal hier bei Slicks Rennreifenmischung. Das ist er, ne? Sieht komisch aus. Getriebesitzung, ja. Du wählst die Teile, ich berechne die Kosten. 81.000? Gibt es irgendwie Rabatt oder sowas? Ja, komm, wir kaufen das jetzt, ne? Ist ja egal. Weil Breitbau-Kit ging, glaube ich, nicht. Shit. Ich muss mal wieder gucken, ob ich hier Ärger kriege. Nee, noch nicht. Okay, also. Mhm. Tuning, Einstellungen finden. Wir führen Aufzeichnungen über jeden Mechaniker, der in den Fuhrpark kommt. Du kannst also auch das Motortuning von anderen ausprobieren. Nein. Ah, siehst du, es sind keine Bodykits verfügbar für den E36. Das kommt wahrscheinlich noch. Komm, wir fahren mal mit dem Eimer. Aber ich muss wirklich Geldwäsche machen, Alter, sonst krieg ich richtig auf den Sack. Der piept nämlich schon da unten. Wo ist denn eine Autobahn? Wollen wir hier so ein Ziel machen, was hier so... Da können wir mal gucken, was hier einmal fährt, ne? Haben wir hier kein Ziel, ne? Was denn hier XP? Experience Points, ne? Oh, was ist denn das? Nein, ich will nicht da lang. Wir kriegen ja schon... 100 Metern links abbiegen. Bei nächster Gelegenheit wenden. Oh, das wäre richtig Single-Turbo-mäßig. Merkt ihr das Turbo noch? Oh, Flamme. Route wird neu berechnet. In 400 Metern links abbiegen. Oh, geil. Hört ihr das? Wenn der Lader einsetzt in der Kurve. So. 200. Komm jetzt. 300. Bei 15, 20. Abgefangen. Da ist er. Der Cremo mit Frauenstimme. Aber kann ich wieder am Rad drehen hier? Nein. Zwei. Kleinvieh hat auch Mist. Du hast einen permanenten Vorteil freigeschaltet. Dieses Auto erhält einen permanenten Bonus. Ach, nur das Auto? Ich hab doch jetzt alles schon umgebaut. Also stark lenken bei hohem Tempo kann ich nicht empfehlen bei so einem Auto. Wird neu berechnet. Ich fahr jetzt mal geradeaus weiter, ne? Links abbiegen. Komm, wir wollen einmal 350 hier. Komm, haben wir. 350 im E36. Der Sound ist ganz nice. Bei nächster Gelegenheit wenden. Kann man auch quer fahren, ne? Guck mal. In 100 Metern links abbiegen. Da muss ich hin, ne? Was mache ich jetzt hier? Ach, nur gegenfahren, ne? Das war das. Hola, mi amigo! Schon fleißig am Entdecken, was? Das war eine EP-Tafel.
Das Horizon-Team hat sie in ganz Mexiko versteckt. Es gibt noch jede Menge mehr zu entdecken, wenn du Lust auf Abenteuer hast. Nee. Okay, okay. Pass auf, wir müssen es jetzt so machen. Ich muss es aufhören, weil ich muss Wäsche machen. Okay? So. Tschüss.